Liebe Zuschauer, wir haben in den vergangenen Tagen darüber berichtet, was es mit den RKI-Files oder zu Deutsch den Dateien auf sich hat. Die Hintergründe sind noch lange nicht aufgeklärt und wir lassen nicht locker, bis diejenigen, die das zu verantworten haben, zur Rechenschaft gezogen werden. Darüber unterhalten wir uns und darüber freue ich mich sehr mit einem Mann, der sowohl auf der medizinischen als auch politischen Seite sehr nah dran ist. Begrüßen Sie mit mir Dr. Martin Vinzenz, er ist Landesvorsitzender der AfD in Nordrhein-Westfalen. Martin, herzlich willkommen bei Hallo Meinung. Hallo Peter, vielen Dank, dass ich mal wieder da sein darf und natürlich schöne Grüße an die Zuschauer. Martin, ich sagte es, du bist Arzt, du hast einen Eid abgegeben, du bist aber gleichzeitig auch Politiker. Diese Konstellation, was macht es mit dir, wenn du, wir haben uns ja von Anfang an unterhalten, wir haben das nie bagatellisiert, aber auch nicht dramatisiert. Martin, was macht es mit dir, wenn du jetzt erfährst, dass hier insgesamt gesehen die Maßnahmen, die getroffen wurden, nicht in dieser Form gerechtfertigt waren? Wir kommen noch dazu, liebe Zuschauer, und zwar ist das eine Studie von Harvard und Stanford, die sagt also Folgendes. Die umfassende Multi-Reserve-Studie aus Stanford und Harvard zeigt, ein Nutzen der staatlichen Corona-Maßnahmen ist empirisch nicht belegbar, also aus Erfahrung nicht belegbar. Martin, was macht es mit dir? Ja, also im Prinzip diese ganzen Befürchtungen, die man die ganze Zeit schon hatte, dass eben die wissenschaftlichen Stellen da nicht beweisungsfrei und nur der Wissenschaft verpflichtet entschieden haben, sondern eben doch ja ganz offensichtlich von der Politik unter Druck gesetzt wurden, da sich dem gebeugt haben und dann Dinge rausgegeben haben, die unwissenschaftlich waren, die nicht belegt waren, die nur dem Willen von den Gesundheitsministern zu der jeweiligen Zeit entsprochen haben. All diese Vorahnungen, all diese im Prinzip ja Mutmaßungen der letzten Zeit, vor einigen Monaten hätte man auch gesagt, Verschwörungstheorien, zeigen sich jetzt tatsächlich ja in der Realität. Man kann es jetzt schwarz auf weiß nachlesen, dass es richtig ist. Und das erschüttert mich persönlich dann schon auch als Arzt, weil man natürlich offiziellen Quellen wie dem RKI da lange auch einfach als Schulmediziner blind gefolgt ist. Also es gab da Richtlinien, es gibt Leitlinien, die werden rausgegeben und dann im besten Wissen und Gewissen vertraut man denen auch als Mediziner in der Praxis. Gibt dann die dort empfohlenen Medikamente, trifft die dort empfohlenen Maßnahmen. Und das lässt dann natürlich jetzt im Nachgang schon ein wenig zweifeln, inwieweit dann nicht vielleicht auch an anderer Stelle schon auch in der Vergangenheit Einfluss genommen wurde von außen, von der Pharmabranche, von der Politik, von anderen Stellen. Und da muss man dann ganz klipp und klar sagen, wenn das nicht vernünftig aufgearbeitet wird, dann schaden sich damit diese namenhaften Institutionen langfristig und längerfristig. Und da werden viele vom Glauben abfallen, da werden viele nicht mehr so therapietreu sein, wie das vielleicht in der Vergangenheit auch war, werden viele nicht mehr so in die Schulmedizin und auch ihren Hausarzt glauben, wie das früher war. Und wenn das nicht vernünftig aufgearbeitet wird, dann hat die Politik, haben dort die Corona-Jahre wirklich einen absoluten Bärendienst der sogenannten Wissenschaft erwiesen. Denn dann glauben die Menschen dieser sogenannten Wissenschaft dann nicht mehr. Denn dann hat das auch mit Wissenschaft nichts mehr zu tun, wenn sich eben da nicht die faktischen Dinge durchsetzen, nicht die Wahrheit durchsetzt, nicht das Empirische durchsetzt, sondern am Ende dann doch mehr die Meinung eines Gesundheitsministers und dessen Vorlieben zählen. Und alle anderen haben dann selbst wissenschaftliche Studien zurückzuhalten oder zurückzuziehen, nur weil die vielleicht nicht ins Bild passen. Und die wenigen kritischen Stimmen, die es dann gibt, die werden dann, da gibt es dann eine öffentliche Treibjagd drauf. Die werden gebrandmarkt als umstritten oder als unwissenschaftlich, obgleich sich ja jetzt im Nachgang herausstellt, dass viele von den Stimmen, die man ja als Verschwörungstheoretiker, als unwissenschaftlich abgetan hat, im Nachgang ja allesamt recht hatten. Also ganz offensichtlich hat unser System da massiv versagt. Und wenn das System sich jetzt weigert, das aufzuarbeiten, dann bleibt dieser Schaden in der allgemeinen Bevölkerung einfach bestehen. Nun muss man an dieser Stelle sagen, Martin, wir haben mit deinem Bundestagskollegen Martin Sichert, er ist im Gesundheitsausschuss, haben wir, liebe Zuschauer, 180.000 Euro aufwenden müssen gegen Google und gegen Facebook, weil die Sendungen, wo wir aus dem Gesundheitsausschuss berichtet hatten, gelöscht haben, die sind alle wieder eingestellt worden. Wir haben mit Susanne Wagner, sie ist also ausgewiesene Expertin, was die Zulassung von Impfstoffen angeht, hatten wir eine Sendung gemacht. Und sie sagt, es ist ein gentherapeutisches Serum. Das ist auch gelöscht worden. Also, und jetzt zeigt sich, es stimmt alles. Martin, bevor wir zu den einzelnen Protagonisten kommen, wir haben Zuschriften bekommen nach der letzten Sendung, die haben mich sehr bewegt, menschlich sehr bewegt. Da waren Menschen dabei, die haben ihren Partner verloren, ohne dass sie ihn besuchen durften, ihre Eltern verloren. Wir haben Alleinerziehende, wir haben Elternpaare.
die sagen, unser Kind leidet bis heute darunter. Und es gibt eine Süddeutsche Zeitung und andere Veröffentlichungen und die Tagesschau, die sagen im Grunde genommen, was wollt ihr? Es ist doch soweit alles besprochen. Martin, zeigt es eine gewisse Verwahrlosung dessen, wo wir gelandet sind? Es ist unglaublich, dass man also diese Schuld weder bei der Politik noch im Breitmedienjournalismus soweit annehmen kann und überhaupt zu einer Aufarbeitung bereit ist und überhaupt auch das Leid sieht, was man vielleicht mit den eigenen Maßnahmen angerichtet hat, sondern direkt in den Gegenangriff wieder übergeht und sagt, ja, so sind sie, die Deutschen, wollen immer nachkarten, die sind doch super als Deutschland durch die Krise gekommen. Und dabei zeigt sich ja jetzt nun wirklich ganz klipp und klar, dass viele dieser Maßnahmen nicht nur unwissenschaftlich waren, sondern ja auch einen extremen Schaden angerichtet haben. Sei es, was die Psyche der Kinder angeht, beispielsweise, die zu Hause eingesperrt waren, was deren Lernleistung auch angeht und damit ja auch direkt deren Chancen in einer Gesellschaft, in einer Leistungsgesellschaft, in einer Bildungsgesellschaft, wenn dort über Jahre lang kein vernünftiger Unterricht stattgefunden hat. Sei es aber auch beispielsweise das Übergewicht. Der durchschnittliche Deutsche hat 5 Kilogramm in den Lockdowns zugenommen. Das wieder loszuwerden, ist unglaublich schwierig. Ich meine, jetzt gibt es andere Pharmaunternehmen, die verdienen dann an der Fettwegspritze. Das ist wunderbar, aber letztlich sind das auch Dinge, wie sich 5 Kilogramm auf den Blutzucker, auf den Blutdruck auswirken können. Das wissen draußen wahrscheinlich die wenigsten aus der Fachlichkeit, weiß man das sehr, sehr, sehr genau. Und dann auf der anderen Seite, und das muss man ja genauso sehen, du hast es gerade eben schon angesprochen, da sind Menschen einsam verstorben auf Palliativstationen, auf Intensivstationen, im Altenheim, weil sie nicht besucht werden konnten. Und das ist etwas, wenn man diese letzte Form der Menschlichkeit den Leuten verwahrt, also teilweise sind Menschen einsam quasi, also alleine auf dem Friedhof dann auch verscharrt worden, weil man an der frischen Luft Beerdigungen mit mehr als ein paar wenigen Personen nicht mehr zugelassen hat. Man durfte also selbst quasi auf dem Friedhof nicht aktiv von den Leuten sich verabschieden, die dort einsam verstorben sind. Das sind unfassbare Dinge. Und wenn dann ein Ethikrat und andere dieser Zeit sich dann weiterhin noch als Ethikrat bezeichnen und diese Maßnahmen von damals verteidigen, dann wird einem das schon ganz anders. Denn aus meinem Verständnis heraus hat das mit ethischem Vorgehen lange nichts mehr zu tun. Man hat da, du hast es gesagt, im Journalismus sich dem hingegeben, damals der Aufgabe, die staatliche Linie zu vertreten, weil man wahrscheinlich offensichtlich der Meinung war, man müsste da jetzt besonders dem Staat helfen. Man hat aber in dieser Form von Verantwortungsethik völlig außen vor gelassen, dass die vierte Gewalt im Staat nicht der Lautsprecher der Regierung ist, nicht Regierungssprecher ist, sondern das Regierungshandeln kritisch betrachten muss. Das ist etwas, was du beispielsweise ja immer machst. Du betrachtest die Themen sehr, sehr kritisch und beleuchtest sie, so wie man sich es ja von Journalisten auch bei Tagesschau und Co. Erwarten würde. Aber wir haben jetzt diese Skandale, wir haben die RKI-Files, wir haben den Visa-Skandal von Annalena Baerbock, wir haben andere Dinge. Was macht die Tagesschau? Die spricht vom Hitzesommer. Also ich gucke jetzt aus dem Fenster raus, es regnet gerade, 20 Grad. Aber da finden diese unglaublich wichtigen Themen überhaupt gar nicht statt. Dazu muss man dann tatsächlich, also wirklich Hallo Meinung abonnieren oder sich selbstständig im Internet informieren. Es reicht eben nicht mehr, wenn man abends die Tagesschau guckt, eine Viertelstunde und der Meinung ist, da bekommt man in 15 Minuten die wichtigsten Themen präsentiert. Nein, man hat da aktiv den Eindruck, da werden viele wichtige Themen einfach unten, da fallen sie einfach durch, die werden nicht mehr besprochen, weil man vielleicht auch ganz genau weiß, da hat man selber in der Vergangenheit mehr als Mist gebaut. Die freie Meinungsäußerung in Deutschland erfordert sehr viel Courage. Wir erleben es, dass wir Repressalien im privaten und im geschäftlichen Bereich haben, aber wir tun es, wir sind euer Sprachrohr. Bitte unterstützt uns und herzlichen Dank an diejenigen, die uns unterstützen, das Team von Hallo Meinung. Du sprichst von Verantwortungsethik. Die ist nicht bloß seit Corona der Fall. Wir erleben das seit 2015, wenn wir eine differenzierte Berichterstattung haben möchten, werden wir als Rassisten angesehen. Wenn wir über das Klima reden wollen, was wir machen können, werden wir als Leugner angesehen. Wir sind bei Corona als Leugner angesprochen worden. Wenn wir insgesamt über einen Krieg sprechen wollen, der täglich jungen Menschen das Leben kostet, alte weiße Männer im Grunde genommen oder ein Schauspieler sagt, es gibt keine Kompromisse, junge Menschen sterben, dann werden wir als Putin-Versteher hingestellt. Und das sind alles Aspekte, das zeigt für mich eine gewisse Verwahrlosung der Presse. Martin und liebe Zuschauer, ich empfehle Ihnen nochmal eine Sendung, die war am Donnerstag drin, Aalglatt und eiskalt. Da werden Sie unseren bayerischen Ministerpräsidenten sehen, Markus Söder, der sich im Sommerinterview hinsetzt und sagt das, was Dr. Vinzenz gerade eben sagt. Ihr die Deutschen, das ist so typisch deutsch, immer alles aufarbeiten wollen. Und da sehen Sie eines, die Kaltblütigkeit dieses Geschäfts der Politiker,
der nämlich Leute schikaniert hat bis zum Gehtnichtmehr. Das Oberverwaltungsgericht in Bayern hat seine Maßnahmen für nichtig erklärt. Das Oberverwaltungsgericht in Le Bundesverwaltungsgericht Leipzig. Und dieser Mann stellt sich hin und sagt, wir haben alles richtig gemacht. Martin, wir haben eruiert, die USA arbeiten hart an der Aufklärung. Fehlt in Deutschland der politische Wille? Ja, absolut. Und wir sehen das auf verschiedenen Ebenen, egal auf Landesebene, weil ja da, wenn wir uns daran erinnern, die Quarantäneverordnungen und so weiter sind Landesgesetz, aber genauso auf Bundesebene. In den verschiedenen und unterschiedlichen Farben hat man da ja zusammengearbeitet, außer natürlich mit der AfD. Wir waren an keiner Regierung beteiligt und dementsprechend auch nicht an dem, was dort damals passiert ist. Aber wenn wir natürlich jetzt sagen, man muss das aufarbeiten und da muss ein gewisser politischer Wille hinter, dann sind das von allen anderen Parteien allenfalls Lippenbekenntnisse. Also wir sehen das sowohl von der CDU, die da ja maßgeblich auch mit dran beteiligt war an den Dingen, die da passiert sind, dass man vielleicht das ein oder andere, der ein oder andere Politiker auch sagt, na klar, da muss man ganz genau hinschauen, aber das sind dann Lippenbekenntnisse. Wir sehen es bei der FDP, da gibt es dann Einzelne wie Kubicki, der dann immer mal wieder behaupten darf, er würde sich dann einsetzen, dann würde es ganz genau aufarbeiten. Am Ende, wenn man sich das Abstimmverhalten der FDP anguckt, Pustekuchen, da wird dann so ein bisschen Scheinopposition quasi gemacht über Social Media, aber auch da hat man kein wirkliches Interesse daran, da nochmal genau hinzuschauen. Und dabei geht es ja nicht einmal mehr darum, jetzt nachzukarten, so wie es da dargestellt wurde, von Söder und anderen, sondern es geht schlichtweg ja auch einfach darum, dass man sich ganz genau angucken muss, auch im Dienste der Wissenschaft. Was ist da damals passiert? Welche Kanäle wurden da genutzt? Wie wurde Wissenschaft unter Umständen da auch missbraucht? Wie wurde der gute Name der Wissenschaft da auch in den Schmutz gezogen, um politische Dinge durchzuziehen, um uns als System, als Demokratie auch einfach davor zu feilen? Aber das ist genau etwas, was du gerade dargestellt hast. Wir sind immer noch in diesem Zustand der Konsensdemokratie verhaftet, wo man eine homogene Gesellschaft hat und wo alle irgendwie der gleichen Meinung sein sollen. Aber das passt mit dem heutigen Zustand der Bundesrepublik überhaupt gar nicht mehr zusammen, wo wir in anderer Hinsicht die Diversität feiern. Da muss man eben aber auch den, sag mal, diesen Konsens, diesen gesellschaftlichen ein Stück weit auflösen und muss sagen, dann brauchen wir auch die lebhafte Diskussion. Wir müssen offen darüber streiten dürfen in verschiedenen Bereichen, was der richtige Weg ist. Jetzt aktuell, was ich gesagt, in verschiedenen Bereichen, im Moment sind in allen großen Zeitungen ist zu lesen, dass überraschend die Inflation zurückkehrt. Überraschend bricht die Wirtschaftsleistung Deutschlands ein. Überraschend gehen die Arbeitslosenzahlen nach oben. Alle sind ganz überrascht davon, außer diejenigen, die ab und zu mal Hallo Meinung schauen oder sich anderswo informieren. Dann ist man überhaupt gar nicht überrascht darüber, dass es gerade mit Deutschland wirtschaftlich bergab geht, weil sich das seit Jahren abzeichnet. Wir sprechen jetzt ja nicht das erste Mal darüber, dass man das im Prinzip ja schon in der Luft greifen kann. Und der normale deutsche Journalist in einem der großen Zeitungen ist dann ganz überrascht, dass das plötzlich dazu kommt. Also dann ist man genauso überrascht, dass das mit Corona nicht gut gelaufen ist. Diejenigen, die sich dann mit dem Thema beschäftigt haben, wissen spätestens seit dem Frühjahr 2020, dass da nicht alles vernünftig läuft und dass viele der Dinge nur frei erfunden sein können, weil es schlichtweg einfach keinen Sinn gemacht hat, das so zu tun. Man könnte als Politiker in Verantwortung damals zumindest so fair sein und sagen, es war eine außergewöhnliche Situation, das hat uns überrollt, wir haben ein paar Entscheidungen getroffen, die waren nicht richtig. Und sich offen und ehrlich bei den Menschen entschuldigen. Und ich glaube tatsächlich sogar, und das sieht man in der Politik ja ganz, ganz oft, dass das große Drama kommt erst, wenn jemand mit dem Kopf durch die Wand möchte. Wenn sich jemand offen und ehrlich hinstellt und am Anfang einer großen Staatskrise sagt, dass Fehler gemacht wurden und die offen einräumt und da auch zu steht, dann ist das meistens der wesentlich bessere Weg. Dann wird das von den Menschen auch viel besser toleriert. Wenn aber der moderne Politikertypus einfach am Posten kleben bleibt und versucht, das bis zum Ende durchzuziehen, dann ist am Ende der Schaden für die Politik als Ganzes, für die Demokratie, für das Vertrauen in die Politiker viel, viel größer. Und man schadet am Ende auch zum Beispiel dem Amt, denn man muss sich nur mal vorstellen, ein nächster Gesundheitsminister ist wieder in der Situation, eine wirklich tödliche Erkrankung kommt übers Land und die einzige Möglichkeit, die wir haben, ist ein Impfstoff, der jetzt schnellstens und dringlichst quasi dagegen gefunden wurde. Und ein Gesundheitsminister stellt sich jetzt hin und sagt, bitte, 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 Leute, impft euch mit dem Medikament. Das ist die einzige Möglichkeit, wie wir da vernünftig als Land drüber kommen. Die allermeisten Menschen werden aus der Erfahrung, die es damals ja gegeben hat, da erstmal ganz, ganz vorsichtig sein. Und unter Umständen wird das hunderte, tausende Menschenleben kosten, nur weil man nicht bereit war, diese Fehler von damals einzugestehen. Das ist korrekt, aber es bedarf eben, um Politiker zur Verantwortung zu ziehen, bedarf es der vierten Macht. Und die vierte Macht versagt, nämlich die öffentlich-rechtlichen und die gängigen großen Zeitungen wie Frankfurter Allgemeine, Süddeutsche Zeitung, und verschiedene andere. Und da nehme ich die Welt mal bewusst raus, weil die Welt mit Herrn Poschert und Frau Schneider, die haben doch mitunter wirklich eine andere Form der Darstellung und des Journalismus. Natürlich auch sind denen Grenzen gesetzt durch den Mehrheitsgesellschafter KKR, eine amerikanische Investmentgesellschaft. Und liebe Zuschauer, diese Interviews sind nicht formatiert, sie sind nicht abgesprochen, zwar im Groben, aber Dr. Vinzenz sagte eben,
was die Wirtschaftsleistung angeht. Ich empfehle Ihnen eine Sendung vom Freitag, Martin. Das würde ich sagen, das ist ja wirklich ein Punkt, ohne dass wir es angesprochen haben. Die zeigt also, je höher die Umfragewerte der AfD vor den bevorstehenden Wahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg sind, desto höher sind die Unwahrheiten. Desto mehr Leute werden vor die Kamera geschleust, die sagen, zum Beispiel Glashütte, schauen Sie sich die Sendung vom Freitag mal an. Sie werden mit dem Kopf schütteln. Da ist im Morgenmagazin, wird Glashütte besucht. In der Nähe von Dresden wird gesagt, wenn die AfD mehr Macht hat oder an die Macht kommt, das ist ein Riesennachteil für die Region und für Deutschland. Dann ist ein Unternehmer aus Thüringen, Lobenstein, ein Elektriker, der sagt, um Gottes Willen sind ja hier bloß Nazis. Schaut euch die Sendung mal an. Da ist zusammengefasst, was die Ist-Situation ist. Und die Ist-Situation ist wirtschaftlich richtig schlecht. Und wenn ich sage, richtig schlecht, ist das noch lobenswert. Auch was der Fachkräftemangel anschaut. Aber daran könnt ihr erkennen, das hat nichts mehr mit Framing zu tun, sondern das ist schon Propagandafernsehen, was da läuft. Schaut es euch in Ruhe an, aber versprecht mir eines, schüttelt nicht zu sehr mit dem Kopf, nicht, dass ihr am Montag den Orthopäden aufsuchen müsst. Martin, wir haben es angesprochen, Thema Lehren für die Zukunft. Lehren für die Zukunft bedeuten ja, Schlüsse daraus zu ziehen. Nur haben wir einen Herrn Drosten, der hat gesagt, wir haben jetzt einen Prozess zum Auswertungsjahr 2018 abgeschlossen. Und eigentlich, ich fasse es zusammen, ist ja alles sehr gut gelaufen. Bis auf kleine Parameter, die wir verändern würden, der Grad der Selbstherrlichkeit und der Ignoranz, auf Kosten der Menschen, denen das Vertrauen genommen wird, ist hoch. Ja, absolut. Also nochmal, also wir sind gut da durchgekommen. Da werden sehr, sehr viele Menschen, die da schweren Schaden von erlitten haben, die unter Umständen impfgeschädigt sind, die depressiv geworden sind, die psychisch krank geworden sind über die Zeit, deren Kinder unter Umständen krank geworden sind, die schwere bleibende Schäden davon bekommen haben, von den auch teilweise ja Maßnahmen, die getroffen wurden, die werden das nun wirklich nicht zu sehen. Und dass natürlich jetzt dieser Komplex aus Journalisten, Wissenschaftlern auf der anderen Seite und Politik, die das maßgeblich miteinander verantwortet haben, kein Interesse daran haben, das aufzuarbeiten. Das kann man ein Stück weit dann irgendwo nachvollziehen. Aber noch einmal, also damit Journalismus, Politik, aber auch Wissenschaft in irgendeiner Art und Weise da nicht einen gewaltigen Ansehensverlust erleiden. Und mittlerweile sind die Indizien ja nun wirklich erdrückend. Wir haben es teilweise ja in den RKI-Files schwarz auf weiß, was dort passiert wurde, wie da miteinander abgesprochen wurde, wie da unwissenschaftlich agiert wurde, wie da teilweise gegen auch vorliegende Erkenntnisse sich entschieden wurde, einfach nur, weil die Politik das so wollte. Dass wirklich ja einige der krassesten Verschwörungstheorien der letzten Jahre da wirklich jetzt schwarz auf weiß auch noch einmal bestätigt wurden. Kein Wunder, dass der Faktenfuchs sagt, dass das ja alles quasi harmlos ist, was in den Papieren steht, damit man sich das nicht alles mal genauer dann anschaut und durchliest. Also ich kann das wirklich nur jedem empfehlen, auch wenn das ein langes Papier ist, aber da wird erschreckend auch klar aus den Schriftwechseln, wie da miteinander umgegangen wird und wie auch die Direktion geht. Das ist kein Follow the Science, hört auf die Wissenschaft, sondern da wurde die Wissenschaft dann in ein Korsett der Politik gepresst. Also das ist wirklich schon erstaunlich im Prinzip, was da zutage gekommen ist. Und man kann nur wirklich noch einmal dazu auffordern, da nochmal genau hinzuschauen und tatsächlich, und das gehört dann bei der vierten Gewalt beispielsweise auch dazu, man muss sich ja nicht über die Tagesschau informieren. Es gibt hervorragende andere Quellen. Du hast gerade gesagt, bei der Welt gibt es einige Journalisten, die da die Zeit über auch schon über die Corona-Zeit auch hervorragend berichtet haben. Du hast hier auf deinem Kanal wirklich auch immer kritische Stimmen ja zu Wort kommen lassen. Es gibt auch andere Wege und Möglichkeiten, sich zu informieren. Und warum sollten nicht die kleineren Medienhäuser von heute die großen Medienhäuser von morgen sein? Das Potenzial gibt es da. Es gibt da eine hervorragende journalistische Arbeit. Also warum Spiegel, Zeit, FAZ und Tagesschau, wenn es nicht hervorragende andere kleinere Angebote aktuell gibt, die offensichtlich ihre Arbeit da deutlich ernster nehmen? Und da kann man nur wirklich den Leuten raten, informiert euch doch einfach mal woanders. Es gibt hervorragende Formate, die nicht unter Umständen abends im Fernseher zu finden sind, sondern da muss man halt selber aktuell noch tätig werden. Aber warum sollte das nicht das große Format von morgen sein, wo dann vielleicht dann auch tatsächlich wieder ein Journalismus, der den Namen auch verdient, dann auch stattfindet? Und der ist dringender denn je. Du sprachst es gerade an. Ich verweise an dieser Stelle auf einen Bericht im März 2022 in der Welt, der hieß, nicht die Landesregierung und die Regierungschefs haben die Geschicke während der Corona-Pandemie bestimmt. Die Welt, Welt am Sonntag. Nicht die Regierungschefs und die Landesregierung haben die Geschicke während der Corona-Zeit und die Maßnahmen bestimmt. Nein, es war die Bill und Melinda Gates Foundation. Das hat nichts mit uns oder irgendwas hindichten zu tun. Das zeigt also, wer das bestimmt hat, die Maßnahmen. Sie können es gerne nachlesen. Schauen Sie in der Welt, wenn jemand sagt, das ist unmöglich, wir erzählen Blödsinn. März 2022, die Geschicke
wurden von Bill und Melinda Gates Foundation, waren zwei Seiten, wurden bestimmt. Die Welt am Sonntag. Martin, jetzt gab es den seinerseitigen Chef Wieler vom RKI. Der hat im Januar dieses Jahres vom Bundespräsidenten das Bundesverdienstkreuz bekommen. Ja, klar, dass man sich dann gegenseitig noch Preise um den Hals hängt, das verstehe dann, wer will, aber das zeigt im Prinzip auch vielleicht nur die Realitätsferne, in der man sich da befindet und auch die engen Regierungszirkel, die es da gibt. Wenn ja offen darüber diskutiert wird im politischen Berlin, dann auch Zeitungshäuser mit Millionenbeträgen zu unterstützen, nur weil deren Auflagen jetzt wegbrechen, weil die halt keiner mehr lesen möchte, aber weil das ja wichtige Stützen der Demokratie sind. Ja klar, wenn die Regierung davon spricht, wichtige Stützen der Demokratie zu unterstützen, NGOs oder Zeitungen, dann meint sie damit im Regelfall Organisationen, die deren Meinung verbreiten. Das ist dann das Gegenteil von Demokratie. Das sind dann keine wichtigen Stützen der Demokratie, sondern wichtige Stützen der Regierungsarbeit. Und das sollte einen dann tatsächlich immer zum Nachdenken bringen. Jemand, der nicht kritisch über die Regierung betrachtet, der ist eben kein Journalist, sondern wie das alte Sprichwort eben heißt, der verbreitet Propaganda. Man muss sich kritisch mit der Zeit auseinandersetzen. Und dass es dann natürlich für verschiedene Wissenschaftler, für verschiedene Zeitungen jetzt große Preise gibt, weil man ja so toll in der Pandemie zusammengearbeitet hat. Also da kann man allenfalls quasi nur noch zynisch drüber schmunzeln. Das zeigt aber ein Stück weit auch, inwieweit dieses Bauchgefühl, was ja viele Bürger haben, dass hier im Staat Dänemark etwas schiefläuft. Wie viele Anhaltspunkte in der Realität auch es dafür gibt und wie schwierig es sein wird für Wissenschaft, für Politik, für Journalismus, da wieder einen guten Ruf auch zu bekommen. Also ich meine, der Beruf des Journalisten war mal tatsächlich sehr, sehr hoch angesehen und jetzt mittlerweile rangiert er irgendwo mit Politikern und anderen ja, im ganz unteren Bereich der Tabelle. Und wenn das so weitergeht, dann verspielen da auch die Ärzte ihren hervorragenden Ruf, wenn sie sich da eben zu Erfüllungsgehilfen der Politik machen und nicht da kritisch widersprechen. Und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, als Mediziner bin ich da auch enttäuscht von meinen Kollegen, die nicht, sag mal, beste Schulnoten mitgebracht haben, um Medizin studieren zu dürfen, dann lange Zeit an hervorragenden Universitäten gelernt haben, um auch kritisch zu denken, um auch ihrem Patienten bestmöglichst zu helfen, und um dann am Ende des Tages das kritiklos hinzunehmen und dann als Gefühlshilfen von Kammern und Politik dann dazustehen. Also da muss ich ehrlicherweise sagen, hätte ich mir auch von vielen Kollegen mehr Widerstand auch gewünscht. Hinter vorgehaltener Hand nach zwei Rotwein gibt es ja durchaus auch Leute, die auch sagen, Martin, ich sehe das ganz genauso und ich fand das auch alles ganz furchtbar, aber ich habe ein Haus abzuzahlen, ich muss die Praxis abzahlen, was hätte ich denn tun sollen? Ganz ehrlich, von namenhaften Akademikern verlange ich da tatsächlich, dass sie ihren eigenen Kopf nicht nur zum Tragen einer Mütze haben, sondern den auch einsetzen und auch ihre Stimme einsetzen. Weil aktuell ist es eben so, Mediziner genießen ein großes Vertrauen in der Bevölkerung. Damit das so bleibt, muss dieser Berufsstand aber frei bleiben, muss dieser Berufsstand auch die Stimme erheben und muss sich immer in allererster Linie zum Wohle des Patienten einsetzen und nicht zum Wohle der Politik, nicht zum Wohle der Pharmaindustrie, nicht zum Wohle von irgendwem, sondern immer zum Wohle ihres Patienten. Und das muss man, glaube ich, dem einen oder anderen Kollegen auch immer noch mal in Erinnerung rufen. Normalerweise wären den Worten von Dr. Martin Vinzenz nichts hinzuzufügen, aber ich muss es trotzdem tun, weil im Zuge dieser Aussagen kommt mir mein Leben seit 2018, seit 2019 gibt es nun Hallo Meinung, kommt mir mein Leben, die Repressalien, die Gemeinheiten und den Schmutz, mit dem wir beworfen worden sind. Ich habe mich immer im Leben ausgezeichnet, indem ich gesagt habe, ich möchte Menschen unterstützen, Organisationen unterstützen, denen es nicht so gut geht. Es waren Menschen, die hatten körperliche Schäden. Es waren Menschen, die mussten operiert werden. Dabei war es mir egal, welche Hautfarbe und welche Religion und woher die Menschen stammen. Ich habe Organisationen unterstützt mit sehr viel Geld. Nachdem ich meine Meinung gesagt habe bei Hallo Meinung, haben sich viele Freunde abgewendet von mir. Die Organisationen haben sich abgewendet. Ja, sogar Aufträge in hohen zweistelligen Millionenbereich sind uns verloren gegangen. Man hat gesagt, wenn du mit Hallo Meinung aufhörst, kriegst du die Aufträge. Es hat Spannungen gegeben aus allen Feldern. Man hat mich als Nazi beschimpft, man hat mein Haus beschmiert, man hat mein Geschäftshaus beschmiert. Und all das, liebe Freunde, hat aber nicht dazu geführt, dass ich den Kopf in den Sand stecke. Und jetzt erleben wir, dass just diese Leute kommen und sagen, was du machst, ist toll. Du hast recht gehabt. Und ich sage euch eines, wer bei Sturm nicht zu mir hält, der hat bei Sonnenschein nichts bei mir verloren. Und ich bin kein nachtragender Mensch, aber ich bin ein Mensch der Ignoranz und der Arroganz, der sagt, euch brauche ich nicht, geht sonst wohin. Ihr seid nämlich genau die Typen,
die zu gewissen anderen Regimen genau gepasst hätten, aber wie die Faust aufs Auge, die keinen Widerstand geleistet hätten. Und ich sage euch eines, Menschen wie Martin Vinzenz, und uns verbindet eine Männerfreundschaft, das darf ich so sagen, und viele andere, die halten die Nase in den Wind. Und es ist jetzt an der Zeit, dass wir gemeinsam aufstehen und sagen, Mund halten war gestern. Wir müssen dafür kämpfen, wer sagt, die Demokratie verteidigen, wie Faeser und alle anderen und Haltenbach, der will sie im Endeffekt abschaffen. Nämlich die Meinungsfreiheit und in Würde in diesem Land zu leben und Dinge zu tun, die uns nach dem Grundrecht zustehen. Martin, bitte entschuldige, dass ich diese Ausführung noch gemacht habe. Das war mir aber notwendig, das in dieser Deutlichkeit zu sagen. Sehr gerne. Sehr gut. Liebe Zuschauer, danke fürs Einschalten, danke für die Unterstützung. Danke für Dr. Martin Vinzenz, dass er sich die Zeit genommen hat aus dem Urlaub kräftig. Und Martin, lass uns weitermachen. Dankeschön. Unbedingt. Vielen Dank. Viele Grüße an die Zuschauer.